So, ich würde sagen, ich fange dann auch einfach mal an, weil mir gesagt wurde, der Zeitplan ist ja so knapp und es ist 15 Uhr. Deswegen erstmal hallo und herzlich willkommen meinerseits. Mein Name steht hier, Ralf Schmielewski. Ich bin innerhalb der IT-Abteilung von mytoys.de der Leiter der ERP-Entwicklung. Wie man hier auch schon sieht, gehört mytoys seit dem Jahr 2001 zur Otto-Gruppe. Das heißt, ja, wir sind damals mal übernommen worden vom Otto-Versand zu 75%. Wir haben allerdings, wir sitzen hier in Berlin, mytoys, und wir sind, was unsere Prozesse und unsere Systeme, unsere IT-Systeme auch angeht, völlig unabhängig von Otto. Das haben wir alles hier in Berlin. Was möchte ich Ihnen heute zeigen? So ein bisschen steht die Veranstaltung ja heute auch unter dem Motto Geschäftsprozessmanagement, sowohl bei großen Firmen als auch bei Startups. Ist eigentlich Geschäftsprozessmanagement auch was für Startups? mytoys ist ein Startup und ich möchte Ihnen so ein bisschen zeigen, was wir bei mytoys halt machen an Geschäftsprozessmanagement und warum das auch für ein Startup absolut sinnvoll ist, Geschäftsprozessmanagement zu machen. Dazu würde ich Ihnen gerne ein bisschen was über mytoys erzählen, ein bisschen was vorstellen, ein bisschen was zur Entwicklung zeigen. Ich würde Ihnen gerne sagen, wie die Idee zu diesem Projekt entstanden ist, das wir gemeinsam mit Camunda gemacht haben, was wir bislang gemacht haben, was wir erlebt haben und vielleicht haben wir danach auch noch ein bisschen Zeit, dass Sie noch ein paar Fragen stellen, falls ich irgendwas vergessen habe. Ich glaube, das ist relativ wichtig, dass ich Ihnen mal ein bisschen was zu mytoys erzähle, damit man das Projekt überhaupt versteht. Ich habe hier mal so ein bisschen, das sind so bei uns so Mediadaten zusammengestellt, das ist mytoys heute sozusagen. Ich würde Ihnen aber gerne viel lieber mal erzählen, wie das mit mytoys angefangen hat. Ich kann da noch von erzählen, weil ich schon seit 13 Jahren bei mytoys bin, nämlich kurz nach der Gründung sozusagen bin ich zu mytoys gekommen. mytoys ist damals gegründet worden, da haben sich die Gründer ein Einzelhaus mit Doppelgarage in der Nähe von Deutschlands größten Spielwarengroßhändler, Hoffmann Spielwaren, gekauft. Und die Idee war damals, alles, was der Spielwarengroßhändler im Sortiment hat, den Kunden übers Internet anzubieten. Das war damals neu, gab es noch nicht so viel. Ja, wie hat man das dann gemacht? In dem Moment, wo der Kunde bei mytoys bestellt hat, ich sage es jetzt mal so plakativ, ist jemand rübergefahren, hat das bei Hoffmann Spielwaren eingekauft. Es wurde in der Doppelgarage verpackt und dann stand ein Post-LKW auf dem Hof, da wurden die Pakete raufgeladen und die wurden dann an den Kunden geschickt. Das war damals eine tolle Geschäftsidee deswegen, weil man halt sehr schnell in der Lage war, den Kunden ein sehr großes Sortiment an Spielwaren zur Verfügung zu stellen, ohne selber ein großes Lager zu haben. Diesen Prozess gibt es übrigens immer noch heutzutage bei mytoys. Er spielt jetzt vielleicht nicht mehr so die allerwichtigste Rolle, aber den Prozess gibt es schon immer noch halt. Ja, aus diesem Einzelhaus mit Doppelgarage ist inzwischen ein hochkomplexer, man muss jetzt schon fast sagen, Konzern geworden. So ein paar Daten sehen Sie ja hier, zum Beispiel über 100.000 Artikel haben wir inzwischen. Was mir viel wichtiger ist, Ihnen das mal zu zeigen, hier Umsatzwachstum ist natürlich auch wichtig. Was wichtig ist, Sie haben eben gesehen, wir haben inzwischen 700 Mitarbeiter. Zu Anfang da mal, hat natürlich mal mit einem Mitarbeiter sozusagen angefangen im Jahr 1999, aber auch in der Anfangszeit hatten wir ungefähr 20, 30 Mitarbeiter immer bei mytoys. Inzwischen sind das über 700. Und wenn man sich die Prozesse vor allen Dingen mal anguckt, wir machen inzwischen Filialgeschäft auch. Wer Lust hat, hier in Neukölln, in den Neuköllner Arkaden ist eine mytoys-Filiale, der kann sich die mal angucken. Wir machen unserer Konzernmutter folgend inzwischen Kataloggeschäft. Und wir machen auch ganz viel Auslandsgeschäft.
Das heißt, wir sind inzwischen eigentlich im gesamten europäischen Ausland vertreten und haben explizite spezielle Angebote für Österreicher, Schweizer, Franzosen und Russen und in Russland. Was man sich da vorstellen kann, glaube ich, ist natürlich, dass auch die Prozesse, die wir haben, um alle diese Märkte zu bedienen, explosionsartig, fast noch mehr als der Umsatz, explosionsartig sich entwickelt haben. Das heißt, wir haben heute viel mehr Prozesse, als wir die in der Anfangszeit hatten. Wir haben unsere Prozesse auch alle selber definiert. Und das ist natürlich in der Anfangszeit relativ einfach gewesen. Bei 30 Leuten gab es in der Regel einen technisch Verantwortlichen auf der einen Seite und einen fachlich Verantwortlichen. Wenn die beiden sich beim Mittagessen getroffen haben, in der Küche in diesem Einzelhaus, dann mussten die nur darüber sprechen, wie der Prozess gemacht werden soll oder wie er verändert werden soll. Und schon wussten alle wichtigen Personen im Unternehmen, wie der Prozess sich verändern soll. Das ist heutzutage nicht mehr so einfach. Und daraus kam dann auch die Idee zum Projekt. Ich habe jetzt auch dieses, weil wir auch ein Spielwarenhändler immer noch sind, auch mal diesen Vergleich mit den Puzzeln bemüht. Wenn wir heute Prozesse ändern wollen und wir ändern immer noch laufend Prozesse, Sie haben gerade vorhin vielleicht gelesen, wir haben in diesem Jahr Mirapodo als eine andere Otto-Tochter bei uns integriert, also wir sind mit denen fusioniert und wir sind mit Limango, das ist auch eine Otto-Tochter, fusioniert, alles auf Prozessen und auf Systemen von MyToys, dann sind das Prozessveränderungen, die umgesetzt werden müssen. Und wenn man sich jetzt mal dieses Prozessverändern als Puzzeln vorstellt, dann kommen da halt immer mehr neue Leute dazu, die diese Prozesse verändern. Und so ein bisschen vorhin, unser erster Vortragender hat gesagt, die Katzen dokumentieren nicht gerne und genauso war es auch bei MyToys. Ganz zu Anfang war es wichtiger, dass der Prozess funktioniert. Aufgeschrieben wurde da erstmal gar nichts. Oder wenn, dann wurde was aufgeschrieben in Textform oder man hat mal handschriftlich irgendwas gemalt oder man hat eine Dokumentation gemacht mit Visio oder mit Word oder keine Ahnung was. Mit steigendem Wachstum sozusagen wird das natürlich immer mehr zum Problem in einer Firma, weil man sich dadurch Wachstumsmöglichkeiten bremst, Flexibilität hat man nicht mehr. Auch die Komplexität kann man eigentlich gar nicht mehr, man kann gar nicht mehr, jeder hat eigentlich nur noch ein Puzzleteil in der Hand und es ist so ein bisschen so, als ob man dann auch noch blind puzzelt, also mit 20 Leuten puzzelt man blind und man muss eigentlich immer den anderen Leuten beschreiben, wie jetzt das eigene Puzzleteil, also der eigene Teil vom Prozess aussieht, damit man zusammen einen gemeinschaftlichen Prozess entwerfen kann. Ja, was wollten wir dann machen im Rahmen des Projektes? Wir wollten den Prozessgedanken überhaupt stärken bei MyToys, den gab es schon, aber den wollten wir nochmal stärken und wir wollten vor allen Dingen das Gespräch zwischen der IT und der Fachabteilung über Prozesse intensivieren. Und langfristig ist natürlich auch dann das Ziel, dass eine Prozessdokumentation erstellt. Wir haben keine Verpflichtung, irgendwas zu dokumentieren, sondern einfach, ja, um eigentlich hauptsächlich um flexibler zu bleiben halt. Wie haben wir das gemacht? Seit Ende 2012 machen wir Schulungen von Mitarbeitern in BPMN, oder eigentlich machen nicht wir die, sondern Camunda macht die für uns. Da sind inzwischen 40 Mitarbeiter geschult worden. Und wir achten da immer sehr stark drauf, auch das, was der Jakob vorhin gesagt hat. Wir sehen immer den Prozess sowohl in seiner technischen Hälfte sozusagen, als auch in seiner fachlichen Hälfte. Und deswegen schicken wir die Mitarbeiter auch immer gemeinsam zu den Schulungen, sodass gar nicht erst das aufkommt, so es gibt den fachlichen Prozess und es gibt den technischen Prozess. Für uns gibt es immer nur einen Prozess und der hat halt eine
eine technische Seite und eine fachliche oder eine menschliche Seite. Wir haben inzwischen bei uns, zwei davon sind auch hier, BPMN-Experten etabliert, die Fragen beantworten können zur Modellierung. Monatlich gibt es auch eine feste Veranstaltung da bei uns in der Firma dazu, wo wir uns gegenseitig unsere Modelle, die wir modelliert haben, vorstellen. Und aus dieser Veranstaltung entwickelt sich jetzt auch so nach und nach eine MyToys Guideline, wie wir eigentlich modellieren wollen und wie das bei uns sinnvoll ist zu modellieren. Was wir jetzt auch inzwischen schon geschafft haben, wir arbeiten auch übrigens agil, was Projektmanagement angeht, und wir haben jetzt das auch gerade geschafft, die Modellierung und das Geschäftsprozessmanagement sozusagen in unser Projektmanagement zu integrieren halt. Ich habe hier rechts mal so das, so aus so einer, ich weiß nicht, wer so gerne so, so Spiele wie Anno 1504 oder die Siedler von Catan spielt oder sowas. Aus meiner Sicht haben wir jetzt schon so eine erste kleine Siedlung von Prozessmanagement und von BPMN etabliert bei uns in der Firma. Das ist natürlich nur der erste Schritt halt. Da soll noch mehr kommen und dazu komme ich jetzt dann noch. Was wir für Erfahrungen bislang gesammelt haben, also besonders gute Erfahrungen haben wir mit der Akzeptanz gesammelt, gerade mit den Schulungen von Camunda. Und das ist bei uns auch ganz, ganz wichtig. Wir haben bei uns keine Vorschriften, dass irgendwas dokumentiert werden muss, sondern wir bauen darauf, dass die Leute motiviert sind, selber zu dokumentieren, weil sie selber den Sinn dahinter verstehen und weil sie selber Spaß dran haben an Dokumentieren. Und das funktioniert sehr gut, weil halt auch diese Schulungen bei Camunda wahnsinnig viel Spaß bringen und die Leute einfach BPMN auch als Notation lieben und schätzen gelernt haben. Was immer noch ein Problem ist, ist die Scheu vor dem vermeintlichen Mehraufwand durch das Modellieren halt. Also den Geschäftsprozess aufzuschreiben, sagen die Leute immer noch, weil sie es früher nicht gemacht haben, oh, und das kostet doch Zeit, muss ich das denn wirklich machen? Und daran arbeiten wir halt noch, dass den Leuten halt auch verständlich zu machen, dass sie eigentlich Zeit damit sparen, wenn sie es einmal vernünftig aufgeschrieben haben. Spätestens bei der zweiten Änderung sparen sie halt eigentlich Zeit damit. Die Erfahrungen, die wir haben, gerade mit strategischen Modellen, sind sehr, sehr gut. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade, haben wir gerade ein Projekt fast nahezu abgeschlossen, wo wir uns integrieren mit Trois-Suisse, mit dem Webshop von Trois-Suisse, das ist auch eine Otto-Tochter aus Frankreich, wo unsere Waren auf der Seite von Trois-Suisse verkauft werden, wo wir das auch mal ausprobiert haben, so ein strategisches Prozessmodell den französischen Kollegen zu geben. Und unsere Erfahrungen da sind super, die haben sofort verstanden, worum es geht. Das war nämlich vorher mal ein Problem. So eine Marktplatzanbindung, so nennt sich das, nennt sich dieser Prozess. Da glauben immer alle dasselbe drunter zu verstehen. In Wirklichkeit gibt es aber unterschiedliche Sichtweisen drauf. Und es hat wirklich super funktioniert, denen so ein strategisches BPMN-Prozessmodell zu geben. Und die wussten sofort dann, worum es geht. Und wir haben sofort die unterschiedlichen Sichtweisen auch klären können. Gerade auch, wir haben inzwischen ein viel größeres Bewusstsein für die Akteure innerhalb des Prozesses bei MyToys, was früher so Verantwortlichkeiten in Prozessen war bei MyToys früher nicht geregelt und deswegen auch häufig ein Problem, dass man sich zwar überlegt hat, wie funktioniert der Prozess, aber sich nicht überlegt hat, wer macht das denn eigentlich im Rahmen des Prozesses. Das kam sozusagen automatisch mit, dadurch, dass wir jetzt BPMN machen. Man kann jetzt viel besser Details diskutieren. Das kennen Sie bestimmt auch. Das ist immer so dieses, die IT-Abteilung sagt dann, ja, aber was genau soll denn da passieren, wenn in diesem Prozess das und das passiert, also wenn zum Beispiel der Fehler eintritt. Da hilft BPMN uns einfach wahnsinnig weiter momentan, weil man diesen Fragen nicht ausweichen kann.
Also wenn man einfach nur mündlich darüber diskutiert und nicht so ein Ablaufdiagramm hat, dann kam es in der Vergangenheit häufiger vor, dass man dann gesagt hat, ja, keine Ahnung, und dann hat man schon wieder über das nächste diskutiert. BPMN ist halt eine gute Methode, um einen auch selber zu disziplinieren, dass man wirklich drüber sprechen muss und das nicht aussparen darf. Momentan noch ein Minus, wo wir allerdings gerade dabei sind, das zu beseitigen. Die Wiederverwendung scheitert bei uns aktuell noch an der mangelnden Auffindbarkeit. Wir arbeiten jetzt gerade daran, unsere BPMN-Diagramme zu integrieren, sowohl in unsere Projektdokumentation als auch in unsere Prozessdokumentation, als auch, dass wir so ein Prozessportal aufbauen wollen. Das ist so einer der nächsten Schritte dann auch. Womit wir denn schon beim Ausblick wären. Und da habe ich jetzt so auch wieder hier siedlermäßig gesagt, so, wir wollen natürlich irgendwann die schicke BPMN-Stadt haben. Wir sind gerade dabei, eine eigene Installation von Signavio noch zu machen, also bei uns im Haus, weil wir stehen nicht so auf Software as a Service bei Maltos, wir haben immer gerne alles selber installiert bei uns. Da sind wir jetzt gerade dabei, das passiert jetzt in den nächsten Wochen bis Monaten. Damit dann auch einhergehend etablieren wir ein Prozessportal. Das eben habe ich schon beschrieben. Wir integrieren dann unsere Diagramme in unsere Anwender- und Prozessdokumentation. Bei uns gibt es regelmäßig, kontinuierlich weitere Schulungen für neue Mitarbeiter, wo die BPMN lernen. Das ist besonders wichtig in so einer Firma wie Maltos, die halt auch von den Mitarbeitern her noch sehr stark wächst. Wir beobachten jetzt schon ein kontinuierliches Wachstum von Prozessdokumentation und Guidelines. Der Jakob hatte mich vorher gefragt, ob ich da auch eine Zahl nennen könnte. Ich könnte jetzt eine Zahl nennen, die liegt so, also wir haben so ungefähr 100 Prozessmodelle jetzt bei uns, wobei diese Aussage auch auf der anderen Seite wieder wenig bringt, weil die momentan die Prozessmodelle noch nicht so richtig qualitätsgesichert sind und ich kann jetzt nicht sagen, sind das 100 hochwertige Prozessmodelle sozusagen, aber 100 Stück haben wir inzwischen schon ungefähr. Das Thema, was vorhin auch sowohl Jakob als auch Bernd angesprochen haben, Prozessautomatisierung, das wollen wir prüfen in der Zukunft. Spielt jetzt für uns allerdings erstmal nicht die Rolle. Also wir geben uns erstmal mit den Erdnüssen zufrieden und schielen schon mal so ein bisschen auf die Kokosnüsse. Problematik ist da bei uns, wir haben ja schon existierende Prozesse, wir bauen ja nicht alle Prozesse neu. Wir haben auch ein ERP-System im Einsatz, Oracle E-Business Suite, durch das natürlich viele von den Prozessen durchlaufen. Und wenn man jetzt wirklich diesen Ansatz verfolgen wollte, Prozess-Engine auch einzusetzen, müsste man halt daran rühren. Und wie gesagt, eventuell werden wir das nochmal machen, aber das ist jetzt nicht unser nächstes Ziel sozusagen. Ich bin auch fertig dann damit. Wenn Sie Fragen haben, dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um sie zu stellen. Sonst bin ich natürlich nachher auch noch ein bisschen da. Also wenn Ihnen nachher noch irgendwelche Fragen einfallen, dann können wir das gerne nachher auch beim Kaffee besprechen. Ja, ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus